also wir zwei arbeiten an einem Phasengenerator. Ja? Genau. Der praktisch den Subraum öffnet in Richtung Synchronisationsstrahl. Richtig, völlig richtig. Es ist ja so, die drei Dimensionen, in denen wir uns so als biologische Lebewesen bewegen, die haben wir ja eigentlich recht gut erschlossen, kann man sagen. Ja, da kennt man sich aus. Ja, genau. Aber die Hyperräume, die darüber geschachtelt sind, die sind wohl nur durch Phasenübergänge in ein höheres Bewusstsein erschließbar. Ja, es geht halt darum, ne, um die Bewusstseinserweiterung. Man steht ein bisschen an. Nee, man kommt einfach nicht weiter. Und mit dem Alkohol hat es nicht so geklappt. Nee, auch Drogen, alles probiert. Ja. Karl-Heinz hat zum Beispiel zum... Achso, entschuldige, du wolltest ja nicht... Ja, ich wollte eigentlich inkognito bleiben, weil... Inkognito, weil seine Mutter regt sich immer so auf. Ja, ich habe da ein bisschen... Aber ich... Ich bin in Behandlung. Auf jeden Fall ist es so, dass das vierdimensionale Raumzeitkontinuum, das ja Einstein gewissermaßen in die moderne Physik eingeführt hat, einfach nicht ausreicht, um bestimmte Teilcheneigenschaften zu erklären. Ja? Es muss also viel mehr Dimensionen als diese vier, die wir so kennen, geben. Es wäre halt genial. Ne? Da waren wir sowas. Richtig, und du hast es schon aufgemacht, das ist schön. Ja, richtig, durchaus. Und das ist eben diese Maschine, die Übergänge in diese weiteren Dimensionen, die fünfte, sechste, siebte, ermöglicht. Da kommen Sie mal mit. Wollen Sie sehen? Man muss also dazu sagen, dass das gesamte Sonnensystem, das geht langsam, aber sicher steuert es auf ein schwarzes Loch zu, bitte, und zwar auf das Zentrum des Universums. Richtig. Ja, Kali? Ja. Kannst du den schwarzen Balken? Habe ich gerade entfernt. Ja, jetzt sind wir ja unter uns gewissermaßen. Ja. Nein, das... Und dieses Zentrum des Universums... Das sagen die Meier, sagen der Unabku. Also genau. Das ist praktisch. Und von dort kommt ein gigantischer dieser Synchronisationsstrahl. So ein Energiestrahl kann man sich da vorstellen, ja. Der kommt genauso. Und mit dieser Maschine. Das ist das Ding. Kannst du praktisch direkt in diesen Synchronisationsstrahl hineinkommen und kannst praktisch dein Bewusstsein. Also, das ist eben diese Erweiterung. Ne? Genau, eben diese Erweiterung. Wir demonstrieren das gerade mal, ja? Wirf das Ding mal an. Wobei man muss sagen, ich kurbel jetzt. Jetzt ist es ja noch nicht so stark. 2013 wird es irrsinnig stark sein, weil dann die ganzen elektromagnetischen Strahlen von der Sonne kommen. Gell? Die werden ja viel stärker werden, ja? Weil die Sonnenflecken sind ja teilweise schon sichtbar. Ja, da gibt es jetzt schon Bilder von der NASA. Dann wird es wirklich leichter sein, sich dazu anzuklinken. Gell? Ich spüre schon was. Josef, ich spüre schon was. Ich kurbel noch ein bisschen. Also unsere DNA, ja, die hat gewissermaßen eine Standleitung in die geistigen Welten. Das ist wirklich interessant. Das ist wie wenn sie eine Datenbank wäre, die unsere Erfahrungen und Erlebnisse außerhalb unseres Raum-Zeit-Kontinuums abspeichert. Das ist wie eine Antenne in den Hyperraum. Und das bedeutet gewissermaßen, dass wir dann auch unseren physischen Tod überdauern können. Das ist wie wenn wir unendlich wären oder unsterblich. Und diese Maschine wird im Grunde irgendwann mal überflüssig werden. Hoffe ich.